Oscar goes to... Hello again, meine Süßen, und herzlich willkommen zurück zur Wochenserie. Ich habe für euch ja meine 10 Lieblingsfilme vorbereitet und spiele zusätzlich noch immer die Lieblingsfilmszene von mir daraus nach. Wie ich mich dabei angestellt habe bisher, habt ihr bei den Plätzen 10 bis 7 erfahren. Und heute gibt es jetzt Platz 6 und 5. Außerdem habe ich am Ende meiner Videos ja bereits es schon erwähnt, beantwortet mir doch mal bitte die Frage, was sind eure Lieblingsfilme, eure Lieblingsszenen und war in meinem Ranking vielleicht einer eurer Lieblinge bereits schon dabei? Schreibt mir das alles mal unten bitte hier in die Kommentare rein und ja, lasst uns da austauschen, weil das würde mich wirklich mal interessieren, diese Fragen. Ja, und dann würde ich sagen, genug geredet, lasst uns anfangen mit Platz Nummer 6. Oculus Reparo. So ist es besser, stimmt's? Ach, du liebes bisschen. Du bist Harry Potter. Ich bin Hermine Granger. Ach, und du heißt? Ich bin Ron Weasley. Du hast Dreck auf der Nase, weißt du das? Sieht nicht schön aus. Genau da. Wenn es um die Filme geht, oder eben alle 7 Teile, wenn es um die Bücher geht, die natürlich viel mehr Inhalt noch besitzen. Aber naja, ich habe eine Breaking News für euch, wenn man so will, wenn sie da stimmt. Und zwar, J.K. Rowling soll die Feder wieder schwingen. Aha, ihr habt richtig gehört. Angeblich sollen wieder neue Harry Potter Teile rauskommen. Wie das Ganze jetzt so vonstatten laufen soll, weiß ich nicht, weil Voldemort ist tot, also gibt es keinen Feind, vielleicht kommt ein neuer Feind. Oder es geht wieder zurück in die Vergangenheit, aber da ist Harry Potter ja doch ein bisschen zu jung, so als Baby bzw. Kleinkind. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, es stimmt vielleicht auch nicht, aber wenn es stimmt, oh mein Gott, dann bin ich so aufgeregt und wahrscheinlich die Erste, die sich die Premierenkarten sichert. Ja, und hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit Platz Nummer 5 und ich bin schon ganz gespannt darauf, wie ihr den findet. Naja, Hakuna Matata. Schleimig, jedoch vitaminreich. Na, Seguanya, Mama hieß immer la, meine Wenga, König der Löwen auf Platz 5. Ich weiß, mein Afrikanisch war da jetzt hier gerade nicht so, oder beziehungsweise mein Suaheli war jetzt hier nicht so, ja, wie soll man sagen, spektakulär. Aber hey, Platz 5 mit König der Löwen. Und das war's auch wieder für heute. Ich wollte euch noch aber mitteilen, dass ich mir überlegt habe, Platz 1 und 2 von meinem Ranking zu trennen, um euch da draußen noch mal ein bisschen heiß zu machen und die Spannung zu steigern. Deswegen bekommt ihr Freitag Platz 2 noch von mir und am Samstag Platz 1. Und zum krönenden Abschluss dann am Sonntag natürlich ein paar Outtakes, wo ihr was sicherlich zum Lachen haben werdet. Naja, in jedem Fall, ihr kennt das Spiel auch von gestern schon. Wenn ich euch unterhalten habe, euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder, meine Süßen. Fühlt euch geknutscht. Und bis dann. Tüdelü.